Hallo meine Lieben bei Gabis Kochbuch, dem Kanal von euremehl.com. Ich möchte mit euch heute Haselnussbissen zubereiten und wir brauchen dafür Haselnussmürbeteig. Gibt es in einem meiner vorigen Videos. Wird die Butter mit dem Mehl abgebröselt, dann kommt der Zucker dazu, dann die Haselnüsse, dann das Ei. Alles wird zu einem glatten Teig verknetet und dann im Kühlschrank rasten lassen. Die genauen Mengen findest du im Anschluss unten in den Kommentaren beziehungsweise mit Step-by-Step-Bildanleitung noch auf www.euremehl.com. Den Link lasse ich euch natürlich auch da. Dann brauchen wir für die Füllung Haselnusscreme. Wir brauchen Kuvertüre und zwar eine helle und ein bisschen eine dunklere. Mit der dunklen werden es glasiert, mit der hellen machen wir dann ein bisschen ein Muster drauf. Und dann brauchen wir noch ganze Haselnüsse, Kristallzucker und dann noch etwas Wasser, weil wir werden die Haselnüsse ein bisschen kandieren, bevor wir sie weiterverwenden. Ich mag rohe Nüsse überhaupt nicht, so bekommen sie noch ein bisschen mehr Geschmack und beißen sich auch ganz anders als normale Haselnüsse. Im ersten Schritt machen wir jetzt Keksal. Und dafür hole ich meinen Teig jetzt aus, weil ich ihn hier nicht fülle. Also das heißt, zwei Teigschichten habe. Machen wir das ein bisschen dicker, also so circa 7 mm. Schönen runden Keksausstecher, der euch halt gefällt. Und da werden jetzt die Kekse ausgestochen und ich lege sie auf das mit Backpapier belegte Backblech. Während meine Kekse backen, bereite ich mir die Haselnüsse vor. Ich habe jetzt mal Wasser aufgekocht, gebe den Zucker hinein, die Haselnüsse und lasse das jetzt so lange kochen, bis das Wasser komplett verkocht ist. Und der Zucker beginnt zu karamellisieren. Die Nüsse sind jetzt absolut perfekt. Und ich lasse jetzt bis zum Weiterverarbeiten auskühlen. Ich habe unsere Unterteile für die Haselnussbissen im Backofen ca. 10 Minuten gebacken bei 160 Grad. Das ist eine Sache, da müsst ihr mal auf Sicht arbeiten. Und jetzt fülle ich meine Haselnusscreme in einen Dressiersack. Die Kekse habe ich in der Zwischenzeit auskühlen lassen, genauso die vorbereiteten ganzen Haselnüsse und jetzt setze ich überall einen schönen Tupfen von der Haselnusscreme auf diese Teile. Da hinein werden wir jetzt die vorbereiteten Haselnüsse setzen. Und ehe wir das dann glasieren können, müssen wir es kalt stellen. Sonst wird die Haselnusscreme dann gleich zerlaufen. Und das ist ja etwas, was ich jetzt nicht möchte. Dann auch die Nüsse ein bisschen auskühlen lassen. Und die setzen wir jetzt da schön in der Mitte drauf. Ich habe meine Haselnüsse sortiert, also eher die kleineren genommen. Ich habe aber meine eigenen Haselnüsse von meinen Haselnussstauden. Und da gibt es eben welche, die größere Nüsse haben und kleinere. Also eher die Haselnüsse verwendet, ein bisschen aussortieren.
Ich nehme aber halt schon auch eher kleine Ausstecher. Das kann man dann in der Größe variieren, wie man möchte. Und ich werde das jetzt so dann einmal kalt stellen, wenn ich alle Kekse gefüllt habe. Meine Kekse sind jetzt schön fest geworden. Und ich habe mir eine Schokoladenglasur vorbereitet. Einfach eine Schokoladenfettglasur. Und da tauche ich sie jetzt schön ein. Immer gut auch abstreifen und abtropfen lassen. Macht die Glasur bitte nicht zu heiß. Schokolade verträgt wirklich nur handwarm, sonst hat sie keinen schönen Glanz. Und ihr habt keine Freude damit. Also da ist vielleicht die Anschaffung eines Speisethermometers nicht schlecht, weil sie soll wirklich nicht über Körpertemperatur erhitzt werden. Sonst glänzt sie eben nicht schön. Und jetzt habe ich mir noch helle Schokolade vorbereitet. Milchschokolade. Und einen Endespressiersack. Und ich fülle von meiner hellen Kuvertüre etwas in diesen Dressiersack ein. Dann schneidet man ein möglichst kleines Loch hinein. Probieren wir es mal am Rand aus. Und jetzt ziehen wir schöne Streifen über unsere Haselnussbissen. Und so bekommen sie noch ein bisschen ein Dekor. Dafür sollte aber die dunkle Glasur fast trocken sein. Jetzt müssen wir nur dann noch die hellere trocknen lassen. Und dann sind diese Kekse, die schon ein bisschen an Pralinen erinnern, fertig. Und schon sind meine Haselnussbissen auf dem Keksteller. Sie halten sich gut verpackt, kühl und trocken gelagert, circa 4 Wochen. Schauen auch ganz, ganz toll aus. Es freut mich, dass du auf meinem Kanal wieder dabei bist. Gibt in nächster Zeit auch noch einige leckere Kekse für Weihnachten und für andere Gelegenheiten für dich. Bitte teile mein Rezept. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und bis zum nächsten Mal, deine Gabi.